In Kärnten herrscht heute tiefe Betroffenheit und Trauer über den Tod Haiders. Am Abend besucht Haider ein Lokal in Velden. Dies sind die letzten Bilder des Kärntner Landeshauptmanns. Dann macht er sich auf den Heimweg. Südlich von Klagenfurt bei Lambichl kommt es dann kurz nach 1 Uhr früh zu dem Unfall. Haider fährt selbst und überholt ein Auto. Nach dem Überholen kommt er ins Schleudern, er rammt mehrere Verkehrsschilder, gerät mit dem Vorderrad auf eine Böschung und kracht schließlich gegen einen Betonpfeiler und gegen einen Hydranten. Das Auto überschlägt sich mehrfach, erst nach 36 Metern kommt es quer zur Fahrbahn zum Stehen. Dr. Haider erlitt schwerste Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Und damit angeführten Objekten ebenfalls schwerer Sachschaden. Die gesamte Unfallspur zieht sich über 150 Meter. Noch unklar ist, warum es zu dem Unfall gekommen ist. Untersucht wird, ob Haider zu schnell unterwegs war. Bei der Unfallstelle gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. Die Verletzungen waren jedenfalls zu schwer. Die Ärzte können nicht mehr helfen. Der Landeshauptmann war zu diesem Zeitpunkt angeschnallt und musste dann aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde, nachdem noch der Hauch einer Überlebenschance bestanden hat, zu diesem Zeitpunkt ins LKH Klagenfurt gebracht werden. Dort ist er allerdings dann tot eingetroffen. Nun wird der Leichnam obduziert. Hier könnte es noch heute Nacht erste Ergebnisse geben. Das Unfallauto, ein VW Phaeton, wurde mittlerweile beschlagnahmt und wird voraussichtlich bis morgen von einem Sachverständigen untersucht.